Hallo, willkommen zu meinem Python Crash Kurs. So, Mac User und Linux User haben bereits Python installiert, so nebenbei. Allerdings ist es bei den meisten Systemen vermutlich noch Python 2. Also wenn ich jetzt hier Python eingebe im Terminal, sollte sich jetzt gleich eine Python Shell öffnen und hier sehen wir Python 2.7. Das ist jetzt schon bisschen veraltet, deswegen, also normalerweise verwenden wir Python 3. Python 2 wurde aber auch noch sehr lange weiter supportet, aber inzwischen sollte man Python 3 verwenden und das muss man noch nachinstallieren. Die Webseite dazu ist natürlich in der Beschreibung oder man macht es unter Linux einfach über apt-install Python 3 oder pacman-s Python 3, je nachdem, was für eine Distribution ihr habt, aber als Linux-User solltet ihr schon wissen, was für ein Package Manager ihr verwendet. So, zur Entwicklungsumgebung. Ich verwende PyCharm. Ihr könnt natürlich wieder verwenden, was ihr wollt, wenn ihr einen normalen Texteditor wie zum Beispiel Atom oder Visual Studio Code verwenden wollt, müsst ihr halt im Terminal immer davor eingeben Python 3. Ganz wichtig, Python 3, Python würde einfach nur Python würde es in Python 2 Code ausgeben. Was dann wieder ein bisschen anders ist als Python 3, deswegen müsst ihr dann Python 3 eingeben. Aber die gute Sache an PyCharm ist, es gibt auch eine kostenlose Community-Version davon und deswegen könnt ihr ebenso PyCharm verwenden. Die kostenlose Version hat zwar nicht so viele Features wie die kostenpflichtige Version, die ich hier verwende, aber hat auf jeden Fall genug, um dieses Tutorial hier mitzumachen. Windows-User müssen also den Python sowieso installieren, weil es auf Windows nicht vorinstalliert ist. Gut, das heißt, jetzt startet mal PyCharm und ich bin dann gleich wieder zurück, wenn es gestartet ist. So, also zuerst erstelle ich ein neues Projekt und nenne es Tutorial. Hier, Pure Python. Und verwende Base Interpreter 3.6 und nenne es Tutorial. So, create. Und jetzt erstelle es erstmal die Umgebung. Ich schließe das mal, das brauche ich jetzt nicht. Es startet. Und ja, bevor wir zum Python-Programmieren noch anfangen, Python hat sehr viele Packages und Python lebt auch eigentlich von seinen Packages, die allerdings zum Teil, also zum Großteil nachinstalliert werden müssen, weil sie nicht in der Sprache selbst drin sind. Deswegen, also das ist quasi, wenn man es, als würde man sich eine DLL-Datei direkt über einen Package Manager runterladen. Und zwar gibt es für Python extra einen Paketmanager. Und zwar heißt der pip. Pip. Und hier gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, sowohl pip für Python 2 als auch pip 3 für Python 3 zu verwenden. Und da kann ich jetzt einfach sagen, pip 3 install und dann den Package-Namen. Dadurch, dass ich jetzt in diesem Tutorial kein Package verwende, welches ja nachinstalliert werden muss, werde ich das jetzt nicht machen. Ihr werdet sowieso merken, wenn ihr eines braucht. Ich werde jetzt erst einmal hier eine neue Python-Datei erstellen, nenne sie main.py und werde wie immer in den Settings erstmal die Schriftart größer machen, also die Schriftgröße verändern, dass ihr auch etwas seht. So, und Python ist jetzt hier ganz besonders, und zwar brauchen wir hier keine Funktion. Wir können hier einfach sagen print und dann hello world. Und das ist ein
funktionierendes Programm. Wir brauchen hier auch kein Semikolon dahinter. Python benötigt das alles nicht. Und wir können jetzt hier Rechtsklick, Run Main. Dann stellt sich automatisch der Interpreter auch gleich ein und ich kann dann wieder hier oben einfach auf den Pfeil, also auf diese Taste klicken. Und wir sehen als Ausgabe Hello World. So, gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, also, wir haben hier jetzt einfach mal nur einen Befehl zum Ausgeben. Das kann ja schon mal nur gut werden. Also gehen wir zu den Variablen. Hier müssen wir den Datentyp nicht dazu schreiben. Das heißt, Python sucht sich den Datentyp einfach selbst. Deswegen schreiben wir einfach die Variable. Ich nenne sie jetzt einfach a ist gleich 1. So, wie ihr seht, kein Fehler. Ich kann a in das Print schreiben, ausführen und wir haben hier eine 1 drinstehen, weil das in der Variable auch drinsteht. Also so eine einfache Sprache habt ihr wahrscheinlich sonst noch nie gesehen. ja, wir können aber auch sagen type und dann bekommen wir den Typ davon ausgegeben. Also es ist jetzt nicht so, dass Python im Hintergrund keine Datentypen verwenden würde. Wir sehen hier Class Int, also es verwendet schon Datentypen. Beim Entwickeln müsst ihr sie aber nicht direkt dazu schreiben. Ihr könnt nämlich auch einfach so machen, dass ihr hier einen String schreibt, wie einen Namen. Und den könnt ihr ebenso ausgeben, ohne dass ihr hier irgendein Schlüsselwort davor schreiben müsst. So, als nächstes können wir hier wieder auch den Typen raussuchen mit type. Also type ist hier ein ziemlich praktischer Befehl. Sehen wir str für String. Gut. Als nächstes können wir wieder, wie in jeder anderen Sprache auch, Kommazahlen darstellen. Das ist dann ein Float. Und was in Python auch ganz besonders ist, die Bools, also die boolschen Variablen, werden groß geschrieben. Also true wird groß geschrieben und false wird groß geschrieben. Das ist auch eine Eigenheit, die Python mit sich bringt. Es schreibt halt die, es schreibt halt true und false groß, was sonst in meines Wissens nach keiner Sprache so ist, zumindest in keiner, die ich kann. So, als nächstes wollen wir auch noch Eingaben vom Benutzer einlesen. Da machen wir jetzt einfach eine Variable, ist gleich Input und fertig. Jetzt haben wir eine Eingabe vom Benutzer, welche in die Variable a gespeichert wird. Wenn wir das jetzt hier ausführen, sehen wir können hier was eingeben und fertig. Wenn wir das ausgeben, print a, sehen wir, es funktioniert. Wir können das Ganze auch noch zu einem Integer machen, beziehungsweise wir können das Ganze generell immer in einen bestimmten Datentyp umwandeln, indem wir davor schreiben, also indem wir das, den Befehl in Klammer setzen oder den Wert und dann den Datentyp hier schreiben, zum Beispiel int für ein Integer. Hier, jetzt kann ich irgendwas hinschreiben und es wird nicht funktionieren, weil es einen Integer möchte. Jetzt kann ich hier einen Integer eingeben und der Integer funktioniert. Anders kann ich auch einen String eingeben und wenn ich den jetzt eine Zahl mitgebe, will es immer noch funktionieren, weil eine Zahl genauso in einem String vorkommen kann. Aber ein String kann halt nicht in einer Zahl vorkommen. Gut, ich kann jetzt natürlich, dadurch, dass ich bei Print automatisch direkt einen Zeilenumbruch habe und jetzt nicht wie bei Java zum Beispiel einfach das ln weglassen kann, dass kein Zeilenumbruch gemacht wird, kann ich jetzt so normal in dieser Zeile von der Eingabe keine keine Ausgabe davor machen. Zumindest nicht mit Print. Weil in Input können wir trotzdem noch
eine Ausgabe davor machen. Und zwar schreiben wir jetzt in die Klammern beim Input. Ich gebe jetzt erst einmal den String weg. Und hier schreibe ich dein Input. Und wenn ich das ausführe, wird hier davor noch dein Input geschrieben. Ich kann jetzt einfach hier irgendwas eingeben und es wird hier dann immer noch gespeichert. Hat sich ja auch nichts verändert, nur dass die Ausgabe davor noch dazugekommen ist. Gut. Ich glaube, man sieht, es ist eine ziemlich einfache Sprache. Ja, als nächstes kommen dann Abfragen und Schleifen. So, zuerst, was sind Abfragen? Bei Abfragen haben wir eine Bedingung und wir fragen dabei ab, ob diese Bedingung wahr ist oder falsch. Und sollte die Bedingung wahr sein, dann wird der Code in der Abfrage ausgeführt. Und sollte sie falsch sein, wird er nicht ausgeführt. Sollte sie falsch sein, gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass ein anderer Block ausgeführt wird, aber dazu gleich mehr. Erstmal, so eine Abfrage ist ein If-Statement. Dazu schreiben wir diese Klammern und in Python einen Doppelpunkt, weil wir haben weder Semikolons noch die Mengenklammern, die wir aus anderen Sprachen kennen. So, jetzt schreiben wir hier einfach print if ist wahr. Und hier schreibe ich jetzt mal einfach mal true rein. Das Ganze ist jetzt immer wahr, weil hier steht einfach true drin, kein Wert, der irgendwie was anderes sein kann. Also mache ich einfach mal schnell einen Integer und hätte gerade ein Semikolon dahinter gesetzt, beziehungsweise haben Semikolon dahinter gesetzt. Ah ja gut, eigentlich schreibt man es andersrum, a ist gleich 1. Aber ja, diese Bedingung ist jetzt ebenfalls wahr, wird auch ausgegeben. Wenn ich jetzt aber reinschreibe, ist ungleich 1, dann wird es nicht ausgegeben, weil dann ist die Bedingung falsch. So, wenn die Bedingung jetzt falsch ist, kann ich einfach sagen else. Und dann wird statt dem hier das ausgegeben, sollte diese Bedingung hier falsch sein. Hier schreibe ich dann einfach if ist falsch. So, jetzt schreibe ich es rein und if ist falsch, weil wir es gehen in den else-Zweig rein. Wir können jetzt hier aber auch a 3 setzen. Jetzt ist die Bedingung wieder wahr und es wird if ist wahr wieder ausgegeben und der else-Zweig wird komplett ignoriert. Gut, was ist jetzt allerdings, wenn ich mehrere ifs hintereinander setzen möchte? Dann könnte ich das natürlich so machen, indem ich einfach hier if und dann eine Bedingung. Aber die Sache ist, dann kontrolliert es jede Abfrage und sollten die Bedingungen darin auf mehrere Abfragen zutreffen, dann haben wir das Problem, dass dann alle ausgegeben werden, beziehungsweise der Code in jeder davon ausgeführt wird. Und das möchten wir natürlich nicht. Deswegen gibt es ein else if. Und in anderen Sprachen wird es normalerweise so geschrieben, dass wir es schreiben else if, aber in Python ist es elif. So, hier kommt dann noch eine Bedingung, weil wir wollen ja auf eine andere Bedingung noch prüfen. Und hier schreiben wir a ist gleich 2. So, print. Und hier schreiben wir if ist nicht wahr, aber auch nicht falsch. So, jetzt setzen wir a auf 2 und wir sehen, das hier wird übersprungen und weil das hier ist falsch. Okay. Hier sehen wir das Problem. Und zwar a ist ungleich 1 und deswegen ist das hier wahr. Und das hier wird ausgeführt, das hier wird dann danach ignoriert. Das habe ich gerade nicht bedacht. Deswegen setzen wir das wieder auf gleich. Und ja, wenn wir das jetzt ausführen, if ist nicht wahr, aber auch nicht falsch. Weil es ist nicht das hier wahr. Deswegen wird das danach kontrolliert, das ist wahr.
Also führt den Code hier drin aus und ignoriert einfach das. Das Ganze können wir auch so oft machen, wie wir wollen. Also wir können so viele Elifs hintereinander setzen, wie wir möchten. Gut. Als nächstes gibt es Schleifen. Schleifen haben die Eigenschaft, dass sie Code so eine bestimmte Anzahl oft ausführen. Hier können wir eine While-Schleife machen. Eine While-Schleife hat wie eine If-Bedingung hier eine Abfrage. Und die While-Schleife wird so oft ausgeführt, bis die Bedingung nicht mehr wahr ist. Das heißt, wir machen hier eine Variable mit 1 und sagen, 1 ist nicht gleich 10. So. Hier mache ich dann einfach ein Print, indem ich a ausgebe und nach der Ausgabe a++ mache, beziehungsweise a ist gleich a plus 1, dass ich es um 1 erhöhe. Und jetzt werdet ihr sehen, es wird 9 mal ausgegeben, weil wir haben es auf 1 gesetzt, es kontrolliert, die Bedingung ist wahr, es ist ungleich 10, wird ausgegeben, wir haben 1, wird um 1 erhöht, geht wieder hier rauf, kontrolliert, ist wieder wahr, geht wieder hier rein, gibt 2 aus, erhöht wieder um 1, wir haben 3, die Bedingung ist wieder wahr, gibt es wieder aus und das Ganze so weiter, bis es dann 9 ist. Bei 9 ist die Bedingung dann immer noch wahr, aber beim nächsten Durchgang wird es auf 10 gesetzt und dann ist die Bedingung falsch. Das heißt, wir gehen aus der Schleife raus. Und wenn wir aus der Schleife rausgehen, dadurch, dass wir die Variable außerhalb der Schleife angelegt haben, ist die Variable dann mit dem Wert 10 belegt. Das kann ich euch jetzt hier noch zeigen. Hier wird dann jetzt bis 10 ausgegeben, weil wir die Variable noch einmal danach ausgeben. Gut, hier gibt es dann auch noch Loop Control mit Break und Continue. Was das macht, ist ganz simpel. Wir sagen bei Break einfach, okay, du machst zwar gerade eine Schleife, aber ich möchte, dass du jetzt abbrichst, weil zum Beispiel irgendeine Abbruchbedingung gerade passiert ist. Das Ganze kann ich jetzt machen, indem ich zum Beispiel sage if a ist gleich 5 oder 4 und dann sage ich einfach break. Hätte schon wieder ein Semikolon dahinter gesetzt. Das ist schlimm. Und jetzt wird es 4 mal ausgeführt, weil es hier dann vorher noch einmal ausgegeben wird. Und wenn es diese If-Bedingung abfragt, ob es 4 ist, sagt, ja, das ist wahr, ich gehe rein, sage einfach break, es wird gebreakt, also es wird komplett abgebrochen. Das hier, der Code darunter wird komplett ignoriert und es geht aus der Schleife raus. Es kontrolliert auch nicht mehr, ob diese Bedingung hier wahr ist. Es geht einfach raus. Es ist dem vollkommen egal. Anders bei Continue, wenn ich Continue jetzt eingebe, dann sehen wir, wir haben die ganze Zeit nur 4 als Ausgabe. Und warum ist das so? Weil Continue sagt, brich den jetzigen Durchlauf ab und mach beim nächsten weiter. Und dadurch, dass wir hier dann einfach das Erhöhen abbrechen, also das Erhöhen überspringen und das bei jedem Durchgang, weil es wird danach immer 4 sein, wird hier nichts verändert. Aber wenn ich jetzt das mit dem Print tausche, ich tausche jetzt das Erhöhen mit dem Print, wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir, es wird beim Raufzählen einfach die 4 übersprungen. Und auch die 1, weil es am Anfang schon mal um 1 erhöht wird und somit hier nie den Wert 1 hat. Gut. Die nächste Schleife ist die Vorschleife. Und zwar ist die in Python ebenso besonders. Wir haben hier i in Range und dann können wir hier zum Beispiel schreiben 10.
beziehungsweise wir schreiben das ohne Klammern. Und nun haben wir einfach eine gewöhnliche Vorschleife, die bereits eine Variable in der unter Anführungsstrichen Bedingung hat. In Python ist es ja keine Bedingung. Und hier in Range 10, das heißt, es wird 10 mal ausgegeben und hat bei jeder Ausgabe, bei jedem Durchlauf einen Wert, ist um bei jeder Ausgabe um einen Wert erhöht. Und ja, das Ganze können wir hier sehen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wird 10 mal ausgeführt, beginnt halt bei 0. Und ja, danach ist diese unter Anführungsstrichen Bedingung nicht mehr wahr und es wird einfach gestoppt. So, dann können wir mehrere Werte in eine Variable speichern. Und zwar in Form von Listen. Hier können wir dann zum Beispiel sagen, List, beziehungsweise mache ich LST, ist gleich, und dann eckige Klammern. Und hier kann ich einfach mehrere Werte reinschreiben, zum Beispiel 1, 6, 4, 2, 6. Und nun haben wir eine Liste mit 5 Werten. Man kann auch noch sagen List. Und hier haben wir dann mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Wir können zum Beispiel Append schreiben und hier zum Beispiel 4 dranhängen. Was das genau macht, es hängt einfach eine 4 dran. Ja, man kann jetzt auf diese Stellen zugreifen, indem wir schreiben, also zuerst mal zum Ausgeben, LST, und wir können darauf zugreifen, indem wir die eckigen Klammern schreiben und eine Zahl von in diesem Fall 0 bis 4. Warum genau 0 bis 4? Weil diese Stelle hier eine 0 ist, also das ist wie bei einem Array in einer anderen Sprache. Man hat, also man beginnt bei 0 zu zählen. So ist das hier die Stelle 0, das hier die Stelle 1, die Stelle 2, die Stelle 3 und die Stelle 4. Somit haben wir 5 Elemente, fangen aber bei 0 zu zählen an. Deswegen 0. Und wie wir es gleich sehen, wird 1 ausgegeben. Jetzt können wir auch noch 6 ausgeben lassen. Das wird aber nicht funktionieren. Wir können auch noch 4 ausgeben lassen, da wird jetzt 6 rauskommen. Genau. Und ja, dieses List. Punkt Append macht eben das, dass dann eine Stelle drangehängt wird. Das gibt bei einem normalen Array zum Beispiel nicht. Beim normalen Array ist die Größe fix. Aber bei einer Liste ist es so, du kannst theoretisch so viele Stellen dranhängen, wie du willst. Das ist in Python ziemlich praktisch. Und wie wir das Ganze ausgeben, einfach so mit for i in LST. Und print i. Das Ganze ist eine nennt sich for each. Und das bedeutet einfach, wir haben hier eine Variable, die nimmt in jedem Durchlauf einfach den nächsten Wert aus dem Array bzw. in Python von der Liste an. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, 1, 6, 4, 2, 6, das sind einfach unsere Werte im Array. Natürlich, wenn wir jetzt das i verändern, verändern wir nicht die Stelle im Array. So nebenbei. Und wenn wir jetzt das hier schreiben und danach list.append zum Beispiel 7 machen und danach wieder eine Schleife, also eine for each machen, sehen wir, also ich mache jetzt hier nochmal das so, dass man es besser sieht, eine Leerzeile. Beim ersten haben wir 5 Elemente und beim zweiten Mal 6 Elemente, weil wir eben diese 7 hier drangehängt haben. Gut. Dann würde ich sagen, wir beginnen mit Funktionen. Funktionen sind in Python so,
wir schreiben def und danach einen Funktionennamen, zum Beispiel main, schreiben wir eine Main-Funktion. Und hier schreiben wir danach einen Doppelpunkt. So, wie auch bei den Schleifen und den Abfragen. Und hier kann ich dann zum Beispiel sagen print Funktion. Und wie das Ganze dann aufgerufen wird, ist ebenfalls einfach. Wir schreiben einfach main und wenn wir das ausführen, wird Funktion ausgegeben, weil wir hier die Funktion aufrufen und in dieser Funktion steht Funktion. So, ganz einfach. Hier muss man halt auch überhaupt nicht auf Datentypen oder so achten. Jetzt können wir auch noch Parameter weitergeben, weil diese Klammern sind Parameterlisten. Also kann ich hier Werte übergeben. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen A, B, C und hier Werte übergeben, zum Beispiel 1, 5, 3. Und hier drin gebe ich jetzt einfach aus A plus B plus C. So, und nun nimmt sich A den Wert 1, der Wert B, also die Variable B den Wert 5, die Variable C den Wert 3. Wenn ich das ausgebe, kommt 9 raus, weil 1 plus 5 ist 6 und 6 plus 3 ist 9. Es wurde ausgerechnet und ausgegeben. Allerdings wurde es nirgends gespeichert. Und wenn wir es speichern wollen in einer Variable außerhalb dieser Funktion, können wir das auch machen und ganz einfach über ein Return Statement machen. Einfach Return schreiben und dann A plus B plus C. So, jetzt können wir das ausführen, aber es wird nichts passieren, weil es wird ja nirgends ausgegeben, es wird einfach nur von dieser Funktion der Wert 9 zurückgegeben. Aber wir haben ihn ja nirgends gespeichert, deswegen können wir einmal sagen einfach print und dann die Funktion darin. Hier. Aber was wir noch machen können, wir können einfach sagen A ist gleich main und dann die Parameter und wenn wir das ausführen, geben wir nichts aus, aber wir haben den Wert wenigstens gespeichert und können ihn ausgeben mit print a. So, nun können wir mit diesem Wert theoretisch weiterrechnen. Ja, das ist eigentlich alles Wichtige zu Funktionen. Das geht in Python wirklich sehr schnell, weil man einfach keine Variablen, also keine Datentypen dazu schreiben muss. Gut, als nächstes machen wir eine Klasse. Diese Klasse nennen wir Human oder nennen wir sie Book. Und hier schreiben wir jetzt einfach Parse. So, was machen wir jetzt darin? Das Parse sagt jetzt einfach, ja, okay, hier steht jetzt nichts drin, das ist jetzt einfach nur eine Klasse, ohne dass jetzt ein Fehler ausgegeben wird. Jetzt können wir eine Variable anlegen, zum Beispiel book, also von book. Und wir schreiben hier jetzt zum Beispiel, also eigentlich schreiben book in diesem Fall hier groß. Und wir schreiben hier jetzt einfach zum Beispiel Python ist gleich book, Klammern. Und nun haben wir eine Instanz von dieser Klasse, erzeugt also ein Objekt. Und nun haben wir zwar keine Variablen hier drin festgelegt, wir können aber trotzdem welche verwenden. Zum Beispiel python.outer ist gleich Thomas Theis. Das ist jetzt von dem Buch Einstieg in Python. Das habe ich nämlich gerade auch neben mir liegen, weil ich die ganzen Programmierbücher immer in einem Regal neben mir liegen habe und deswegen habe ich die immer gleich im Blick. So, python.title ist gleich Einstieg in Python und python.size ist gleich nochmal 300 und jetzt können wir diese Werte verwenden, zum Beispiel
print, python.author und wir können den Namen des Autors ausgeben. Das Besondere daran ist jetzt, wir können theoretisch exakt dieselbe Variable nochmal für was anderes erstellen. Zum Beispiel PHP ist gleich book und jetzt haben wir einfach ein neues Objekt namens PHP erzeugt, was auf genau die, was genau dasselbe machen kann wie Python, also auch zum Beispiel einen Author verwenden und zufälligerweise ist der Author genau dasselbe. Aber ich schreibe den Namen jetzt einfach hier mal falsch, dass man es hier ein bisschen genauer sehen kann. Hier geben wir jetzt nämlich aus python.author und danach geben wir aus php.author. Und wenn wir das jetzt sehen, wir haben zwei unterschiedliche Werte in einer Variable, die gleich heißt. Klar, sie ist jetzt in der Klasse jetzt oben nicht drin, aber sie heißt eigentlich gleich. Gut. Ja, hier oben können wir dann auch noch Funktionen erstellen, zum Beispiel def calc und hier zum Beispiel a, b. Also hier erstmal self, das sollte ich vielleicht drin lassen. Und return a plus b. Und wenn ich das jetzt aufrufen möchte, kann ich das nicht aufrufen wie vorhin, einfach calc eingeben, sondern ich muss sagen python.calc und kann das so dann ausführen. Ja, das mache ich einfach mit print, gebe ich das jetzt aus, ich speichere das nicht extra in einer Variable. So, also ich kann da drin auch Funktionen machen. Ja, wer jetzt andere Programmiersprachen schon kennt, wird wissen, was diese Klammern machen. Falls nicht, werdet ihr euch vielleicht schon gefragt haben, für was sind diese Klammern hier da? Die können auch für eine Parameterliste verwendet werden. Und zwar ist es so, dass beim Anlegen eines Objekts immer ein Konstruktor aufgerufen wird. Und dieser Konstruktor wird so geschrieben, und zwar def init self. Und so kann ich jetzt zum Beispiel ausgeben print Konstruktor. Wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir, es wird Konstruktor ausgegeben, weil wenn wir hier ein Objekt erzeugen, wird der Konstruktor aufgerufen. Und das kann natürlich jetzt verwendet werden, um Dinge festzulegen. Zum Beispiel Autor, Size und Title. Jetzt kann ich halt sagen, self.autor, sodass der Konstruktor weiß, es soll nicht diese Variable hier verwendet werden, sondern eine von der Klasse Book verwendet werden, die Autor heißt und soll mit diesem Wert hier aufgefüllt werden. Das Ganze kann man dann noch machen mit size, self.size ist gleich size und self.title ist gleich title. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass diese Werte halt, also diese Variablen vorher nirgends angelegt wurden und deswegen für jeden theoretisch öffentlich sind. Also nicht nur theoretisch, es ist so, die sind für jeden öffentlich. Ja, aber jetzt kann ich hier zum Beispiel einfach was reinschreiben, indem ich sage, das ist jetzt von, ja, nehmen wir ein anderes, nehmen wir den Autor Michael Koffler. Size, ich würde sagen, das Buch hat 200 Seiten und der Titel ist Python, der Grundkurs. Sind außerdem ziemlich gute Bücher, also kann ich nur weiterempfehlen. Und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, passiert nichts, aber wir kriegen auch keinen Fehler, also muss da ja schon mal was passen.
Ja, wenn wir jetzt hier sagen Python, Punkt, können wir auf diese drei Variablen zugreifen, also Title, Size und Autor. Also sage ich einfach Python.title, dann sage ich Python.size und Python.autor. Wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir, die Werte sind gespeichert, weil ich sie hier dem Konstruktor über die Parameterliste übergeben habe und der hat sie dann automatisch aufgefüllt. Ja, das ist eigentlich sehr praktisch und wird auch eigentlich ziemlich häufig verwendet. Und ja, so. Jetzt noch etwas sehr Wichtiges. Und zwar, wie kann ich jetzt mehrere Python-Files erstellen und die Funktionalitäten verknüpfen? Das Ganze geht über den Befehl import und hier sage ich zum Beispiel, ich mache eine zweite Datei, die nenne ich test.py. Nun sage ich hier test, habe dieses File hier importiert und kann jetzt einfach hier drin eine Funktion anlegen, die sagt hello. Ich wollte gerade print schreiben, aber das ist ja ein bisschen kritisch. Und hier drin kann ich jetzt ausgeben hallo aus einer anderen Datei. So, jetzt habe ich die Möglichkeit einfach hier zu schreiben test, also ich nutze das importierte Test und rufe die Funktion hello auf. So, jetzt kann ich von meiner Main-Datei, also die ich auch ausführe, auf Quellcode in einer anderen Datei zugreifen. Ich kann das Ganze auch noch etwas verändern, indem ich sage, ich möchte das jetzt nicht als Test verwenden, aber auch die Datei nicht umbenennen. Also sage ich einfach import test as und dann tst zum Beispiel und das funktioniert dann logischerweise nicht mehr. Deswegen schreibe ich einfach tst.hello und schon funktioniert es wieder. Das heißt, ich lege hier oben dann quasi eine Variable für diesen Namen an, also für den Package-Namen. Und Package ist ja jetzt schon ein ziemlich gutes Stichwort. Und zwar habe ich ja am Anfang erwähnt, dass man über die Software pip Packages installieren kann. Es sind natürlich schon Packages drin, zum Beispiel sehr wichtig für Penetration Testing, also Hacken, ist das Package Socket. Aber was ich euch jetzt zeige, ist das Package Sys, weil das finde ich nämlich wirklich tatsächlich ziemlich geil. Und zwar geben wir hier einfach ein sys. Entschuldigung, da ist mein Fehler unterlaufen. Ich meine nicht das Package sys, sondern ich meine das Package OS. Und zwar kann ich mit OS einfach auf die Shell des Systems zugreifen und hier os.system und hier dann einfach ein Command vom System schicken und das wird mir dann in der Python Shell ausgegeben. Also ich kann hier zum Beispiel einfach sagen, ja, ich möchte jetzt zum Beispiel, weil ich auf ein Linux arbeite, IPA eingeben. So, wenn ich das jetzt ausführe, haben wir hier den Output des Befehls IPA in unserem Python-Programm. Das ist schon ziemlich geil, vor allem weil wir das mit jedem Command verwenden können. Das heißt, wir können theoretisch einfach sagen, ja, ich mache dann noch ein Grep dahinter und suche mir genau das raus, was ich benötige und speichere das in eine Variable. So kann ich dann ganz einfach auf Systemwerte zugreifen und die weiterverwenden. Das, glaube ich, ist schon ziemlich praktisch, weshalb ich euch das nämlich noch zeigen wollte. Ja, gut. Und eigentlich war es das. Und ja, sollte es noch irgendwelche Fragen geben oder ihr irgendein Thema bei Python noch genauer erklärt haben wollen, dann schreibt es mir in die Kommentare.
Alle Links sind wie immer in der Videobeschreibung und viel Spaß beim nächsten Crashkurs.